Hallo zu einem neuen Video auf den Wegdisk-Kanal. Heute ich bei Wetter Resetups Part 27. Einfach nur noch drei Parts bis zu dem Part 30. Ich muss aber an der Stelle sagen, dass ich denke, dass bei Part 30 keine großen Veränderungen kommen wird. Wahrscheinlich ein neues Intro und sowas. Aber so einen Sprung wie von Part 19 bis auf Part 20 wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr geile Verbesserungsvorschläge habt. Würde mich auf jeden Fall ultra freuen, dass das Format einfach noch besser wird. Wenn jetzt so Vorschläge reinkommen, wie zum Beispiel, dass ich jetzt 8 bis 10 Setups pro Folge dran nehme, lehne ich die auf jeden Fall ab, weil ich habe einfach keinen Bock, so lange ein Video rumzuschneiden und ich habe ja auch noch Besseres zu tun oder andere Sachen, meine ich jetzt an der Stelle, außer YouTube-Videos. Weil YouTube ist ein Hobby von mir und sollte jetzt auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber bevor wir jetzt wieder die halbe Folge rumlabern, würde ich sagen, starten wir direkt ins erste Setup rein. Und damit kommen wir auch zum ersten Setup für heute. Das ist von Bastian, hat 1600 Euro gekostet und er hat hier, wie man auf dem ersten Blick erkennen kann, ein Dual-Monitor Setup am Start, was ein Blue-Red-Style gehalten hat. Der eine Monitor ist auf jeden Fall ein AOC 144 Hz, 24 Zoll und der andere ist ein Basic Samsung Monitor, ebenso mit 24 Zoll. Oben drüber ist dann auch noch sein Samsung Fernseher, genau denselben einfach, den ich früher hatte. Der ist jetzt nicht ultra gut, aber ist für den Anfang ganz okay. Rechts auf seinem Tisch steht direkt sein PC, in den er 4 RGB-Lüfter eingebaut hat. An der Stelle wissen wir es nicht, was er da drin verbaut hat, weil er hat hier an der Stelle keine Komponenten angegeben. Wenn wir jetzt weiter zu seiner Peripherie kommen, hatte ich hier als Maus eine GSI 96G am Start. Ich habe an der Stelle keine Ahnung, wie man die Marke gescheit ausspricht. Und als Tastatur eine IATS AK33. Insgesamt bei seinem Setup gibt es mehrere Punkte, die ich an der Stelle verbessern würde. Ich finde irgendwie die Optik ist ein bisschen sehr unübersichtlich, wenn hier einmal die Akustikmatten sind. Dennoch dieses graue Tuch, dort an der Stelle würde ich auf jeden Fall durchgehend Akustikmatten machen, dass man auch nicht den grünen Hintergrund sieht. Dazu hat er auch noch oben an seiner Decke einen LED-Strip und auf seinem Tisch, die würde ich deutlich cleaner platzieren, dass man einfach die Punkte nicht sieht, weil ich finde, wenn man die Punkte sieht, sieht es einfach komplett hässlich aus, denn einen LED-Strip würde ich dann hinter den Monitoren machen und den anderen hinter den Fernseher. Dazu würde ich auch noch on top alles nochmal aufräumen, dass es einfach cleaner aussieht, aber sonst eigentlich ein sehr, sehr geiles Setup. Und damit kommen wir für heute auch zum zweiten Setup. Das hier ist vom Karl, hat 2085 Euro gekostet und er benutzt es zum Zocken und für die Schule. An dieser Stelle hat er direkt ein sehr, sehr cleanes Setup am Start, aber eine Sache, die mich richtig abfuckt, ist diese Steckdosenleiste da unten. Die würde ich einfach an den Tisch dran machen, dann würde dieses Setup hier sowas von clean aussehen. Aber wenn wir jetzt mal auf seine Komponenten eingehen, hat er hier als Monitor einen Asus Gaming Monitor mit 27 Zoll, Full HD und 145 Hz. Und der Monitor hat an dieser Stelle richtigerweise mit einer Monitorhalterung festgemacht. Links auf seinem Tisch steht dann nur noch sein PC. In diesem Fall ist es hier ein MacBook Air. Was ich hier aber sehr schade finde, ist, dass er an dieser Stelle nicht angegeben hat, was er in den MacBook eingebaut hat. Würde ich eigentlich sehr spannend sein, weil so können wir es nicht wissen, was es genau drin ist. Wenn wir jetzt zu seiner Maus und Tastatur kommen, hat er hier als Maus eine Apple Magic Maus am Start und als Tastatur eine Apple Magic Keyboard. Ich finde die Peripherie sieht sehr, sehr geil aus, nur mit der Magic Maus konnte ich mich bisher immer noch nicht anfreunden. Dazu hat er auch noch in ein extra Regal seine PlayStation 4 Pro stehen, mit zwei Lüftern hinten auch noch dran gemacht. Dieses Setup hier sieht sehr, sehr clean aus. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt direkt der Typ ist, der sehr viele RGBs verbauen würde, sondern er ist eher der Typ, der jetzt gar keine RGBs verbauen würde. Einzig und alleiniger Verbesserungsvorschlag an diesem Setup hier wäre auf jeden Fall, dass er die Steckdosenleiste unter seinen Tisch an den Tischplatte festmacht, weil es dann einfach deutlich cleaner aussieht, aber sonst ein sehr, sehr cleanes Setup hier. Dieses Setup hier ist von Paul, hat 3800 Euro gekostet und er benutzt es zum Zocken, hat hier ein One-Monitor-Setup am Start, was im Türkis-Lila-Style gehalten ist. Und wenn wir jetzt direkt zu seinem clean NZXT-PC gehen, hat er auf jeden Fall hier die NZXT-Wasserkühlung am Start, was immer noch meine Lieblings-IO ist, weil er einfach super clean aussieht. Dazu hat er auch noch eine RTX 2060 verbaut und eine Intel Core i7. Bei seinem Monitor kommt hier ein MSI Optics Gaming Monitor am Start, der 24 Zoll hat und 145 Hz hat. Zu seiner Peripherie setzt er voll und ganz auf Razer. Er hat hier eine Razer Viper Ultimate als Maus und eine Razer Huntsman Elite als Tastatur. Sehr geile Komponenten auf jeden Fall hier. Habt ihr es beide noch nie wirklich in Real Life getestet, sondern nur im Mediamarkt, aber ich bin von denen wirklich begeistert, weil die sich auch wirklich geil anfühlen. Auf seinem Tisch steht dazu auch noch die drei Kono Lights und rechts der Headset RGB Standard von Razer. In der anderen Ecke von seinem Zimmer steht dann nur noch seine Couch-Ecke, wo oben drüber Nanolys platziert sind. Und was mich direkt hier wegtriggert,
ist, dass ich hier keinen Kabelkanal benutzt hat, den er gerade angemalt hat, würde ich ja sehr viel geiler aussehen. Was ich aber an der Stelle sehr, sehr geil finde, ist auf jeden Fall, dass er hier zwei Reifen als Tisch am Start hat. Sonst hat er bei seinem Setup auch noch einen RGB-Stripe unterm Tisch platziert, der hier auch sehr, sehr gut hinpasst. Bei seinem Setup würde ich zwei oder drei Sachen verbessern. Der erste Punkt ist auf jeden Fall eine gescheite Monitorhalterung, dass er nicht diesen hässlichen Standfuß hat, sondern eine, die man am Tisch befestigen kann. Obendrauf würde ich hinter den Tisch auch noch LEDs dran machen, hinter dem Monitor auf jeden Fall nicht, weil die würden sich dann im Fenster hinten dran spiegeln. Und zum dritten Vorschlag kommt es auf die Problematik mit dem Maus- und Tastaturkabel, was mich hier nicht wirklich anders lösen kann. Ein Loch durch den Tisch wäre auf jeden Fall am praktischsten, aber ich kann jeden verstehen, der sich kein Loch durch den Tisch machen kann. Und damit geht's für heute direkt weiter zum vierten Setup. Das vierte Setup von heute ist von Mika, hat 1500 bis 2000 Euro gekostet. Und er benutzt es auf jeden Fall zum Gamen und zum Chillen und hat hier ein Dual-Monitor-Setup am Start, was im Türkis-Style gehalten ist. Als Monitore komme ich auf jeden Fall in der Mitte ein ASUS-Monitor am Start, der 27 Zoll hat, 4K und rechts auch noch ein Dell-Monitor, der hier nur 21 Zoll hat. Er hat hier auch noch einen dritten Monitor, der hier links steht, das ist ein Artis 12 und das ist hier ein Grafiktablet. Zu seiner Peripherie hatte ich hier einmal eine Rocket Con Aim am Start, die Maus ist aber an der Stelle kaputt, deswegen hatte ich eine Trust Gaming Maus am Start. Und hier noch eine Trust-Tastatur, aber er hat zu mir gemeint, dass er sich bald eine neue Tastatur gönnen wird. Unter dem Tisch steht dann noch links ein PC, in dem er eine 1050 Ti verbaut hat, 8 GB RAM und sonst hat er hier nichts zu den PC-Komponenten dazu geschrieben. Aber ich würde dir auf jeden Fall an der Stelle empfehlen, wenn du genug Geld hast, kauf dir auf jeden Fall ein ordentliches PC-Upgrade und einen neuen Tisch, weil dann kannst du den PC auch endlich auf den Tisch draufstellen, was auch deutlich geiler aussieht. Das kann ich aber an der Stelle hier nur empfehlen, was du es am Ende machst, ist ja immer noch deine Entscheidung. Bei diesem Setup fallen mir jetzt nicht direkt so viele Vorschläge ein. Was ich hier auf jeden Fall noch machen würde, ist eine GoWeek Lite über die Couch hier. Die ist aber auch sehr, sehr teuer mit 100 Euro. Den würde ich links auf jeden Fall noch Nano-Leasing machen, an diese Wand hier schräg, genauso wie ich ja am Start habe. Aber die kosten natürlich auch was. Dazu würde hier ein RGB-Mauspad sehr, sehr geil aussehen. Kannst du dir mal überlegen. Aber sonst würde ich an der Stelle sagen, machen wir direkt weiter mit dem fünften Setup für heute. Das vorletzte Setup für heute ist von Tristan, ist ein One-Monitor-Setup und er schätzt es hier auf 2500 Franken und er benutzt es zum Homeschooling und für Gaming. Bei diesem Setup gehen wir jetzt mal direkt auf seine Peripherie ein, hier den Razer Mamba Elite am Start und dazu auch noch den Razer Ornata Chroma V2. Dazu kommt dann hier auch noch so ein Monitor am Start, der hier ein ASUS TUF Gaming Monitor ist und soviel ich weiß, ist es hier auch ein 165 Hz Monitor. Aber den Monitor würde ich auf jeden Fall an der Stelle mit einer Tischhalterung festmachen. Unter dem Tisch steht dann auch noch sein Gaming-PC. Den hat er einmal eine GTX 1650 verbaut. Dazu noch 8 GB RAM. Dazu auch noch ein AMD Ryzen 5 und 4 Thermaltake Lumi Plus Lüfter. Und an der Stelle wieder würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du den PC auf den Tisch draufstellst. Hast du eigentlich auch genug Platz auf den Tisch. Sieht einfach deutlich besser aus. Direkt gegenüberliegend von seinem Setup ist seine Wand, wo er Nanoleafs dran gemacht hat. Die sind hier in T platziert und so ein Nanoleaf-Muster habe ich noch nie gesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mega viel. Sieht einfach sehr, sehr geil aus, dieses Nanoleaf-Muster. Aber wenn wir jetzt zu den Verbesserungsvorschlägen kommen, würde ich hier auf jeden Fall noch einen oder einen zweiten Monitor dazu kaufen, dass ich hier dann sogar mit School kommt, ein Triple-Monitor-Setup am Start hat. Die würde ich dann alle mit einer Tischhalterung festmachen und dann sieht das hier auch schon deutlich geiler aus. Dazu würde ich mir auch noch einen gescheiten Gaming-Stuhl kaufen oder insgesamt einen Stuhl, der dann vielleicht ein bisschen bequemer ist. Oben drauf würde ich dann auch noch hinter dem Bett LEDs verbauen. Aber sonst hatte ich ein Setup am Start, was ich irgendwie fühle, weil man da richtig geil chillen kann und man da auch nicht Zehntausende von Euro reingebuttert hat. Und dass dieses Setup mich einfach an so ein Setup erinnert, wie eigentlich jeder hat, aber ist ja auch gar nicht schlimm, weil ich finde, es sieht trotzdem geil aus. Das letzte Setup für heute sprengt mal wieder den Rahmen vom Video und sieht ultimativ heftig aus. Das Setup hier ist von Crimes, hat ungefähr 15.000 bis 20.000 Euro gekostet und er benutzt es zum Zocken, zum Videoschneiden und zum zukünftig auch noch Streamen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, bei diesem Setup weiß ich gar nicht, wo man hier anfangen soll, aber ich würde an der Stelle sagen, fangen wir mal direkt mit seinen Monitoren an. Hier hat er auf jeden Fall zweimal einen ASUS ROG Monitor am Start mit 25 Zoll und der linke ist einfach hier 360 Hertz. Das habe ich jetzt in der Setup-Bewerten-Folge auch noch nie gesehen, dass jemand einen Monitor am Start hat, welcher 360 Hz hat.
Sonst hat er rechts bei seinem Editing Setup auch noch einen 38 Zoll LG Monitor am Start. Sonst hat er links oben auch noch einen Nanolisa am Start und dafür hat er auf jeden Fall hier sehr sehr tief in den Gadbeutel gegriffen. Bei seinem Gaming Setup hat er auf jeden Fall als Maus eine Razer Deathfeather V2 am Start und dazu auch noch eine Razer Huntsman Elite als Tastatur und noch zwei RGB Razer Mauspads. Wenn wir jetzt bei seinem Gaming Setup zu seinem Audio Equipment kommen, hat er hier immer das Go XLR am Start, was auch schon allein 380 Euro kostet. Und dazu auch noch seine Shure SM7B, was auch nur um ein 360er wert ist. Sonst benutzt er hier in seinem PC eine RTX 3090 Subprime X, dazu auch noch ein Intel Core i9 9900K, 32 GB RAM und eine Elgato 4K 60 Pro Ketchup Card. Wenn wir jetzt noch näher auf sein Editing Setup eingehen, hat er hier auf jeden Fall ein Apple Magic Trackpad am Start und dazu auch noch eine Apple Tastatur. Dazu kommen dann hier auch noch seine AirPods Max, einfach Kopfhörer, die schon 600 Euro kosten. Und in der Mitte auch noch sein MacBook. An dieser Stelle gibt es noch eine Sache, die ich jetzt nicht direkt verstehe. Das ist auf jeden Fall, dass sein Keylight hier nur seinen Tisch beleuchtet und das Keylight allein kostet schon 200 Euro. Kannst du auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wenn du das Video siehst, für was du das genau brauchst. Sonst an der Stelle brauche ich jetzt gar nicht weiterreden. Er hat hier einfach ein sehr, sehr geiles Setup am Start. Ich glaube sogar, rein von den Komponenten und der Leistung hat er hier das heftigste Setup am Start, was wir bisher im Setup bewerten hatten. Einzig und allein würde ich hinter die 3D Wall Panels auch noch LEDs hinmachen und noch hinter den Fernseher. Sonst war es auch schon wieder für heute mit dem Ich bewerte eure Setups Part 27. Ich hoffe wirklich, er hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches Setup euch heute am besten gefallen hat. Dazu lasst, wie bei jedem Video, ein Like, ein Kommentar plus ein Abo da und teilt das Video natürlich mit euren Freunden, wenn euch das ganze Format hier so gefällt. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend, haut auf jeden Fall rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi!